Wir können eine erneute Ankündigung machen. Am 8. Juli in der Verti Music Hall in Berlin bei PFL Europe haben wir zwei GMC-Kämpfer, die gegeneinander antreten werden. Anatoly Baal gegen Zafer Mohsen. Beide sind bereit, wirken bereit. Anatoly, du hast schwierige Jahre hinter dir, Verletzungen, Gegner haben abgesagt. Wie groß ist für dich diese Chance? 8. Juli, PFL Europe, globales Publikum, weltweite große Liga. Du darfst da kämpfen gegen Zafer. Gib mir da mal deine Meinung und deine Einschätzung. Also die Chance ist auf jeden Fall sehr groß und einmalig, würde ich mal sagen. Ich werde die auf jeden Fall nutzen. Und mir geht es aber mehr darum, einfach mal zu kämpfen, weil ich war jetzt 3 Jahre ohne Kampf, wie du schon erwähnt hast, Verletzungen, Gegner haben abgesagt und genauso wie bei meinem Freund, Teamkollegen Osama jetzt das Ganze passiert ist, also da kann ich nur ein Lied davon singen und ich freue mich einfach auf den 8. Du hast jetzt gute 1,5 Monate Zeit, um dich vorzubereiten. Wann beginnst du mit der harten Phase oder bist du sowieso in einem Bereich, wo du sagst, ich könnte morgen schon kämpfen? Also wir werden noch in die harte Phase übergehen. Nächste Woche bin ich hier im Fight Club Gelsenkirchen. Da bleibe ich auch hier für den Kampf. Bis zum Kampf bleibe ich da. Und da werden wir einiges hier vollbringen. Ich freue mich sehr darauf, diesen Kampf präsentieren und kommentieren zu dürfen. Denn du bist ein Kämpfer, der immer abliefert. Deswegen gieße ich jetzt ein bisschen Öl ins Feuer. Sieh es mir nach. Warum gewinnst du diesen Fight? Weil ich einfach der bessere Mann bin. Nächste Frage, wie gewinnst du diesen Fight? Was siehst du da, wenn du dir diesen Kampf vorstellst, wenn du das Ganze visualisierst? Wie bekommst du deine Hand gehoben? Wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall auf den K.O. ausgehen. Und ich meine, so wird es auch sein. Ich habe Bock auf das Ding. Auf der anderen Seite haben wir einen Zafer Mohsen, der glänzend vorbereitet ist, der immer hart trainiert. Wie sehr freust du dich auf deine Chance bei der PFL, dein Können demonstrieren zu dürfen? Also erstmal danke Fahim, danke GMC, also Dennis Abi. Ich erzähle eine Geschichte, also die Chance sehr groß. In Afghanistan, ich bin aufgewachsen, ich bin ein Afghaner und wir haben in Afghanistan jeden Tag Schlägerei gemacht. Also so bin ich aufgewachsen. Und da haben wir gar keinen Lohn bekommen, also kein Geld oder keine Position. Einfach so, einfach wir haben uns verprügelt. Und jetzt hier, also ich habe jetzt beim International-Liga gekommen. Und die Chance ist auch groß, ich will das nutzen. Und das geht um auch Position, auch um Geld, auch meinem Niveau. Denn ich kämpfe. Wie, entweder ich sterbe oder der stirbt, also ich lasse den nicht einfach und dann ich gehe bis sterben. Das klingt sehr ernst, das verursacht fast ein bisschen Gänsehaut bei mir, wenn du das so sagst, weil ich merke, dass du es genauso meinst. Wie weit bist du weg von 100%? Wie weit bist du weg von deiner Bestform oder bist du schon in Bestform? Also ich bin jetzt auch bereit. Ich kann jetzt auch kämpfen. Also mir ist egal, wie gesagt, also in Afghanistan, ich habe jeden Tag Schlägerei gemacht beim Schüler. Und hier ist auch, das ist nichts mehr als Schlägerei. Bei mir, ich gehe wie ein Straßenkämpfer. Die Schlägerei am 8. Juli in der Verti Music Hall, die wird auf jeden Fall gut bezahlt. Und es ist auch so eine Chance, dich zu empfehlen für höhere Aufgaben. Die PFL gibt ja 100.000 Euro aus für dieses Turnier. Da könntest du dann im Jahr drauf teilnehmen. Siehst du da eine sehr große Chance für dich? Willst du dich da empfehlen und wie willst du diesen Kampf gewinnen? Also wenn ich sehe Chance oder keine Chance, dann ich mache das auf jeden Fall. Weil da in Afghanistan, wir haben, wie gesagt, also wir haben eine Straßenschlägerei gemacht, aber ohne Koffer. Und bin ich hier gekommen, ich habe auch hier mit Koffer auch gelernt. Das zusammen, jetzt ich bin eine Bombe und dann ich explodiere das in PFL, das ist klar. Die Bombe soll noch nicht explodieren, aber wenn du deinem Gegner in die Augen schaust vor diesem Kampf, was siehst du dann? Wie gewinnst du diesen Kampf und wie deutlich wird es für dich? Lass die Bombe mal platzen.
Also wie gesagt, also ich gebe alles. Also in dem Kampf, was ich habe drauf, und der hat keine, also Gatte, keine leichte Gegner. Das kann ich versprechen. Also das werden wir sehen im PFL, also am 8. Juli. Bin mir sehr, sehr sicher. PFL Europe, 8. Juli, Berlin, Verti Music Hall. Anatoly Bal gegen Safar Mohsen. Jungs, ich darf euch noch zu einem kleinen Stare-Down bitten. Ein kleiner Vorgeschmack auf diesen Kampf. Gänsehaut garantiert und die Energie ist jetzt schon da. Jungs, spart euch noch ein bisschen was auf. Aber Leute, sichert euch Tickets, geht ins Internet. Ihr würdet euch hassen, wenn ihr diesen Kampf versäumt. Anatoly Bal, Safar Mohsen, 8. Juli, PFL Europe meets GMC.